Hare Krishna Bewegung. Als Hare Krishna Bewegung bezeichnet man die Anhänger der ISKCON, der International Society of Krishna Consciousness. Als Hare Krishna Bewegung bezeichnet man die Anhänger von Srila Prabhupada. Srila Prabhupada war ein Meister, ein Lehrer aus der Gaudiya Vaishnava Tradition, der um 1980 herum nach Amerika gegangen ist und dort viele Menschen begeistert hat und viele Menschen im Herzen berührt hat, der dann eben eine Bewegung ins Leben gerufen hat, die Hare Krishna Bewegung, die besonders bekannt geworden ist durch das Singen des Maha-Mantras. In der Gaudiya Vaishnava Tradition wird das Hare Krishna Hare Rama Mantra als Maha-Mantra bezeichnet. Der Shaiva-Tradition ist ja Om Namah Shivaya das Maha-Mantra. Und es gibt auch andere Mantras, die von ihren Anhängern als Maha-Mantra bezeichnet werden. Und die Gaudiya Vaishnava-Tradition hat ja auch dieses Vishnu-Maha-Mantra umgedreht. In den älteren Schriften wird es genannt Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Aber es gab den großen Lehrer der Gaudiya Vaishnava-Tradition, Chaitanya Mahaprabhu, auch Gauranga Chaitanya Mahaprabhu genannt. Und der war ein so großer Verehrer von Krishna, wollte nicht bis in die zweite Zeile warten, bis er den Namen von Krishna wiederholt. Und so hat er es eben den Mantra umgedreht und hat dann eben gesagt, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Und es heißt von ihm, wenn er das einmal gesungen hat, ist er in Ekstase geraten. Gut, und in dieser Tradition, über Jahrhunderte wurde das Mantra weitergegeben, es wurde in Indien auch gesungen und rezitiert und es gab große Kirtan-Bewegungen. Und dieser Srila Prabhupada in seinem Rentenalter hatte ja schon ein reiches Leben gehabt und dann in seinem Rentenalter war er nochmal besonders tief berührt. Das, was er in seinem ganzen Leben gelebt hatte, wollte er jetzt weitergeben. Ist dann nach Amerika, hat viele Westler bewegt und so ist die Hare Krishna-Bewegung entstanden. Daraus entstand dann eben auch eine internationale Gemeinschaft, die dann auch nach Srila Prabhupada weitergegangen ist. Es hat einige Zeit gedauert nach dem physischen Ableben des großen Meisters. Srila Prabhupada musste sich die Bewegung neu formieren. Sie mussten Organisationsstrukturen entwickeln. Sie waren ja auch vorher bekannt dafür, dass sie durch die Straßen in indischen Gewändern gegangen sind und laut gesungen sind und dass sie gebettelt haben und vieles mehr, was nicht nur positiv war. Und heute sind sie etwas mehr halten sich etwas mehr zurück in der Öffentlichkeit und sind mehr aktiv in Festen und in ihren Tempeln und in kleineren Gemeinschaften, aber sind besonders aktiv in Indien. Also die Hare Krishna-Bewegung, eine lebendige Bewegung bis heute, die sich eben bezieht auf den großen Meister Srila Prabhupada und der ein Lehrer der Gaudiya Vaishnava-Tradition ist, die sich bezieht auf Gauranga Mahaprabhu und die eine internationale auch Organisationsstruktur hat, die als International Society for Krishna Consciousness bezeichnet wird. Mein Name Sukadev von www.yoga-vidya.de und ich bin nicht Teil der Hare Krishna Bewegung und unsere Tradition ist ja die Yoga Vedanta Tradition, eine andere philosophische und spirituelle Bewegung, die andere Schwerpunkte setzt. Aber es gibt immer wieder Berührungspunkte. Viele Anhänger der Hare Krishna Bewegung kommen zu Yoga Vidya. Auf Musikfestivals sind sie eigentlich immer vertreten und begeistern uns mit ihrem Maha Mantra Kirtan. Und
Viele, die in der Hare Krishna-Bewegung eine Weile gelebt haben, sind jetzt auch bei Yoga Vidya und singen auch in unseren Satsangs gerne das Maha-Mantra. In der Stadt Bad Meinberg, oder Yoga-Stadt Bad Meinberg, sind viele Ex-Hare Krishnas, auch die sich angesiedelt haben und auch gerne das Hare Krishna-Mantra wiederholen und durchaus auch freundschaftliche Kontakte zur Hare Krishna-Bewegung selbst pflegen.